Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zum Let's Play Rise of the Tomb Raider. Oh yeah, und heute werden wir hier langlaufen. Warum auch immer, weil wir einen Lastwagen natürlich runtergeworfen haben und jetzt... Bin ich tot? Achso, ich hätte springen müssen. Ich war gerade ein bisschen verwirrt, warum ich einfach gestorben bin. Ich habe gesehen, dass ich hier lang muss. So. Gut, in der letzten Folge waren wir stehen geblieben, als wir hoch angegriffen worden sind. Überraschenderweise, selbstverständlich, habe ich nichts davon geahnt. Und jetzt sind wir aber zurück, oder? Nee, sind wir irgendwo. So nicht zurück. Ein goldenes Schwertheft, verziert mit Juwelen, gehörte einem byzantinischen Adligen. Die Klinge ist in der Nähe des Griffs abgebrochen. Ist das im Kampf passiert? Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Ah, ich weiß, wo wir rauskommen, Freunde. Ich weiß, wo wir rauskommen. Und zwar auf der anderen Seite. Wo wir das andere Seil gefunden haben. Sprachkenntnis erhöht. Oh, ich kann Griechisch 4. Nice one. Okay, das nutzen wir nochmal kurz aus. Was haben wir hier? Ah, ich habe die Falle schon gesehen. Bin trotzdem drauf gelaufen, weil ich ein Idiot bin. So, Karte aktualisiert. Noch ein paar Münzchen für mich. Und dann schauen wir mal, wo wir hier rauskommen. Nirgends? Ich wollte schon sagen, ich sehe diese Wände nie. Schon wieder? Ja, Gott! Jetzt zieh dich mit deinem scheiß Schild. Wo ist denn bitte sehr? Ich weiß es nicht. Jetzt surf mit dem Scheiß! Hier! Selber schuld. Wo bist du? Ich sehe dich nicht. Ah! Deswegen sehe ich dich nicht. Hast du die Flasche? Okay, laden wir nochmal nach, für den Fall der Fälle, dass wir gleich irgendwas aufsammeln müssen. Lutschen wir erstmal die Typen hier aus. Geht das hier zu den Monolithen? Oh, ich bin am Anfang. Das geht natürlich auch. Heißt, die Jungs sind die wieder hierher gekommen? Das ist selten dämlich. Du bist aber neu. Ach, deswegen, weil wir hier eine Kiste haben, ja? Was haben wir denn da drin? MP-Komponente. Ah, jetzt fangen wir mit der MP an. Ah, nice, nice, nice. Einfach gerade ausspringen. Oh, oh. Hat ja doch mal funktioniert. So, wir können da lang. Warum auch immer. Ich glaube, da müssen wir nachher runterspringen.
Kann sein, dass das sogar gewollt ist, dass wir da lang gehen. Aber ich bin mir noch nicht so sicher, deswegen gucke ich mich hier erstmal um. Da können wir runter. Da ist ein Seilding ins Kirchens. Ich verstehe. Es ergibt alles Sinn. Und zwar machen wir das, was wir gerade gelernt haben. Wir schieben. Also, ihr müsst von alleine rollen, weil es hier bergab geht. Aber gut. Oder geht's bergauf? Moment. Kameraansicht seltsam. Okay. Wenn ich den Kran umstürzen kann, müsste ich damit die Tür aufbrechen können. Aha. Ah, hier kurbeln wir, okay. Ja, geh rein, bitte. Geh einfach dahin. Okay. Hab so das Gefühl, dass das hier nicht so ganz richtig ist, was ich hier mache. Oh, naja. Gucken wir einfach mal. Nö. Ah, ich seh's, ich seh's. Freunde, ich hab's gesehen. Wir müssen genau zwischen hier und dem Wasser sein. Ich glaube, der Stein wird mir behilflich sein. So, das müsste doch funktionieren. So müsste das klappen. Das ist das, was ich gesagt habe. Gut, dass du mich wiederholst. Aber das machen ja Frauen an sich immer, ne? Komm ins Wasser. Komm ins Wasser. Ja, so ist fein. Geschafft. Jetzt aber schnell. Jetzt bricht hier alles zusammen. Weißt du, wir sind Archäologin und wir zerstören alles. Seit wann tun die das? Das war, sah nicht so aus, als würden wir das schaffen. Okay, ich bin ganz ehrlich. Ich habe eigentlich schon gedacht, ich bin tot. Was, ich sehe nichts. Gar nichts gesehen. Okay, auf ein neues. Das war Schritt Nummer 1. Der Kompositbogen ist verdammt mächtig groß. Ach, da musste ich springen. Ah. Gut, dass ich einfach random bisschen vorgedrückt habe. So. Den Monolithen haben wir nicht gefunden. Höchstwahrscheinlich ist er jetzt zugänglich, weil es eingestürzt ist. Die Statue muss der unsterbliche Prophet sein. Ich glaube, Jakob ist mit ihm verwandt. Und das zeigt den Exodus seines Volkes aus der Wüste von Syrien. Sie siedelten in einem verborgenen Tal und bauten eine große Stadt. Kitesh. Zum Schutze der Stadt und des Volkes stellte der Prophet eine Armee von Kriegern auf. Aber was ist hierauf zu sehen? Sie halten da nicht die göttliche Quelle. Etwas anderes, aber was? Und seine Krieger schmiedeten für ihn einen Atlas, auf das der Prophet stets seine Stadt kenne und seine Geheimnisse. Eine Karte der Stadt. Vielleicht zeigt sie den Weg zur göttlichen Quelle. Es ist offensichtlich. Freunde, es ist einfach offensichtlich, dass sein Zepter die Karte sein soll. Die irgendwie im Licht
keine Ahnung, irgendwo hin zeigen muss. Nehme ich jetzt mal stark an. Das ist jetzt meine offensichtliche Wahrnehmung. Es ist ein Wunder, dass das hier alles noch steht. Oh, nicht tauchen. Lara, bitte nicht. Tu mir das nicht an. Überleb es. Bitte. Oh. Naja, war ja klar, ist noch nicht vorbei. Immer schön den kürzesten Weg nehmen. Dann ist alles gut. Es sieht mir aber nicht sehr verlassen aus, muss ich ehrlich zugeben. Vor allem, dass die Munition, die rumliegt, sieht nicht wirklich sehr verlassend aus. Ist ja crazy. Wie sind die denn hier reingekommen, alle? Wir sind auf jeden Fall jetzt in einem etwas wärmeren Gebiet. Und befinden uns wo ganz genau? Ich habe nicht den blassesten Schimmer. Das ist ja die alte Map gewesen. Ich gebe zu, die war ein bisschen größer. Die Sowjetanlage. Lassen die Minen 60% abgeschlossen. Gut, da fehlt natürlich die Münzverstecke noch und ein Überlebensversteck fehlt noch. Zwei Dokumente fehlen noch, aber das kann ich alles machen. So, wir sind endlich in einem wärmeren Gebiet angekommen, das heißt, weniger Kleidung bitte. Ach. Bleib sofort stehen. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Du weißt, ich bin nicht von Trinity. Warum sollten wir dir glauben? Ich bin mit einem von euch geflohen. Der Mann hieß Jacob. Wo ist er jetzt? Wir waren zusammen, wurden aber in den Minen getrennt. Sie hat ihn umgebracht! Nein! Nein, 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 nein! Jacob würde niemals einer Fremden trauen. Bitte, hör doch, ich bin nicht euer Feind. Ich hab dich gewarnt, du hättest abhauen sollen. Sophia! Es reicht! Warte! Ich dachte, du wärst tot. Ich bin froh, dass Sie es geschafft haben. Vergeben Sie, Sophia, es ist vorsichtig. An Ihrer Stelle wäre ich genauso. Was hast du herausgefunden? Trinity ist auf dem Vormarsch. Wir müssen uns vorbereiten. Sie? Es ist eine Freundin. Auf mein Wort. Ihr wird nichts geschehen. Diese Ruinen... Die verlorene Stadt muss in der Nähe sein. Los. Uns bleibt nicht viel Zeit. Waffenlager vorbereiten. Sichert die Festungsmauern. Jetzt. Sie sind fast hier. Und in der Überzahl. Die Kinder und Alten sind am meisten gefährdet. Geht. Und bringt sie in die Katakomben. Macht die Feuer an. Das Tal muss alarmiert werden. Ja, unglaublich schöne 30 FPS. Da hast du recht. Sophia, sammle unsere Krieger und triff mich dann oben im Dorf. Geh nicht wieder weg, Vater. Es gibt viel zu tun. Wenn wir nur mehr Zeit hätten. Später. Ich tue, was ich kann, um zu helfen. Ja, Kampfvorbereitung. Untersuchen Sie das Tal. Machen wir doch gerne. Knacken Ihre Schätze und kriegen Repetiergewehrkomponente. Das gefällt mir. Ich hab schon gedacht, sie schleicht wieder durch die Gegend. Du, geh zum alten Funkgerät und bring den Generator zum Laufen.
Wir müssen noch eine letzte Nachricht absetzen. Und so die anderen Siedlungen warnen. Ich tue, was ich kann. Ihr zwei, ihr müsst für mich das Tal überblicken. Geht zu den Klippen und haltet die Augen auf. Sobald ihr ihre Helikopter seht, will ich es wissen. Ja, natürlich. Wenn wir etwas sehen, blasen wir die Hörner. Geht mit Gott. Na gut, Basislager, Freunde. Jacob und seine Leute sind zäh. Das muss man ihnen lassen. Trinity ist auf dem Weg. Sie könnten Hilfe gebrauchen. Und dieser Atlas auf dem Wandbild. Wenn er wirklich eine Karte der Ruinen ist, muss ich ihn vor Anna finden. Wenn ich versage, waren alle diese Tode vergebens. Das will ich nicht auf dem Gewissen haben. Und wir machen den Abriss-Experten oder den Abriss-Sexperten. Wenn man so lesen möchte. Ich habe gesehen, dass unsere Molotow-Cocktails einen sehr kleinen Wirkungsbereich haben. Und das möchte ich somit ändern. Und dann ändern wir mal eine Waffe und nehmen und zwar... Was nehmen wir denn? Ja, den Kompositbogen, komm. Angepasste Wurfarme. Die verbesserten Wurfarme ermöglichen mehr Zuspannung für erhöhten Schaden bei jedem Schuss. Ist schon fast ein One-Hit, ne? Bin gespannt. Wenn ich jemals damit einen Gegner treffe, wissen wir Bescheid. Oh, hallo. Was haben wir denn noch hier so Schönes? Die mähen uns nieder, egal wo wir kämpfen. Wir kennen dieses Land besser. Diese Vase muss einmal sehr schön gewesen sein. Aber jemand hat sie mit Löchern versehen und mit Erde gefüllt. Sie diente wohl dem Pflanzen von Setzlingen. Tja. Als sie es je werden. Man muss nur erfinderisch sein. Das nicht. Ich frag lieber nicht nach, was das war. Verdammt. Hätten wir nur einen Tag mehr zur Vorbereitung. Aber wir können sie vertreiben, oder nicht? Du warst da, als wir die Sowjets vertrieben haben. Die Leute müssen hören, dass wir das nochmal schaffen können. Damals habe ich es auch nicht geglaubt. Aber es hat 10 Jahre gedauert. Wir sagen besser gar nichts. Sehr schön. Eine prähistorische Nachbildung eines Bären. Der Stein sieht aus, als könnte er aus diesem Tal stammen. Stimmt, wir haben erst einen Bären getroffen, ne? Ist mir gerade mal so aufgefallen. So, wir haben schon mal die Karte. Gucken wir uns mal hier ein bisschen um. Und das ist sehr, sehr klein hier. Wir haben auf jeden Fall da ein Dokument. Ja, komm, sammeln wir mal die Dokumente heute. Heute ist kleine Geschichtsstunde. Da müssen wir hin. Mehr Holz für das Feuer. Das meiste Holz ist bei der Reparatur der Wachtürme draufgegangen. Wir müssen mit dem zurechtkommen. Noch ein schwieriger Winter für mein Volk. Mittlerweile gibt es mehr Tode als Geburten. Und die Jüngsten werden mit der Zeit immer rastloser. Ich sehe, wie sie in den Himmel schauen, wenn ein Flugzeug über uns hinwegfliegt, voller Erstaunen und Sehnsucht. Sie stehen noch immer für unsere Sache ein. Aber ich spüre, dass Veränderungen nahen. Das Ende unserer Lebensweise steht bevor. Die letzten Invasoren sind schon fast vergessen. Aber andere werden den Weg in unser Tal finden. Wir sind an das Schicksal dieses Ortes gebunden. Auf Gedeih und Verderb. Das ist aber auch irgendwo kacke, ne? Wir haben. Tja, wenn Sie Pfeilspitzen für die Schlacht wollen, brauche ich mehr Feuerholz. Ich habe jede Menge geschlagen. Abgesehen davon, ich weiß nicht, wie viel Zeit dir noch zum Schmieden bleibt. Stacheln gehen schneller als Breitspitzen. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Oh, hallo. Sie sind Jacobs Gast. Wenn Sie irgendwie helfen wollen, weiter unten am Weg werden gerade die Wachtürme repariert. Nichts für ungut, aber Sie sehen nicht so aus, als könnten Sie mit dem Amboss umgehen. Jacob hat erzählt, dass Sie ihn aus dem Lager gerettet haben. Es war eher gegenseitig. Na, wie dem auch sei, wir sind Ihnen dankbar. Wir können jedes Paar Hände gebrauchen, wenn Sie helfen wollen. Aber wir sind keine Besucher gewohnt. Ich grüße Sie. Und du, was hast du zu sagen? Haben Sie Tauschwaren dabei? Irgendwas Brauchbares? Irgendwas schwirrt durchs Tal. Müssen Sie doch gesehen haben. Im Brenner ist nicht mehr viel Benzin. Ich denke, ich kann noch
Vielleicht 5 Bleche für die Barrikaden schneiden. Dann brauchen wir Neues. Das wird ein Problem. Vor ein paar Jahren im Sommer habe ich die letzten Zylinder aus dem Sowjetlager geholt. Danach musst du wieder Hammer und Meißel einsetzen. Es muss noch mehr geben. Die Sowjets haben alles zurückgelassen. Wir haben die alten Gebäude 2 Tage lang durchkämmt. Das ist das letzte Benzin. Keine Sorge, der Meißel wird dir gefallen. Dem geht nie der Sprit aus. Okay, die würde ich mal quatschen. Ich dachte, ich soll für euch vielleicht Benzin besorgen oder so. Wäre das vielleicht eine Alternative? Okay, dann halt nicht. Dann ziehe ich mir das halt selber rein. So sieht's aus. Das ist es nicht. Wo könnte... Soll das ganze Ding einstürzen, wenn der Wind auffrischt? Ich grüße Sie. Tut mir leid, ich kann Ihnen gerade nicht helfen. Ich muss den Generator reparieren, damit wir die anderen Siedlungen benachrichtigen können. Mal sehen, ob ich anderswo helfen kann. Bitte vorsichtig hier drin. Das ist der letzte der Transmitter, der noch funktioniert. Der funktioniert hat. Das hätte ich alles für euch erledigen können, aber ihr wollt ja nicht. Hm? Wir wissen, was hier zu tun ist. Wir haben das erwartet. Ja gut, wenn du das sagst. Ich gehe hier hoch. Denn hier, oh, eine Truhe. Zum Knacken. So, MP-Komponente, das ist gut. Ich hatte noch nie solche Angst. Die Mongolen haben ihr Lager am Rand des Tals aufgeschlagen und bereiten den Angriff auf Kitesh vor. Die Alchemisten stehen bereit, um die Invasoren mit Feuer abzuwehren. Ein jeder, der imstande ist, eine Waffe zu führen, wird kämpfen. Wir werden alles tun, um die Atanatoi zu unterstützen. Aber ich habe noch nie Blutvergießen gesehen. Keiner der Bürger bisher. Jetzt, da ich zum Töten gezwungen werde, fürchte ich um meine Entschlossenheit. Naja. Das heißt, die Stadt muss eigentlich recht nah dran sein, oder nicht? Ich brauche ein paar Dutzend. Der Kopf hat gesagt, ist das gewollt? Wir haben uns nie von den Sowjets verbeugt. Wenn Sie helfen möchten, sollten Sie weiter nach unten ins Dorf gehen. Ich weiß, Sie wollen helfen, aber ich muss hier fertig werden. Armeen brauchen Verpflegung ebenso wie Waffen. Das kann ich auch machen. Ich kann alles machen. Gebt mir Quest. Keiner will mir eine Quest geben. Okay, dann töte ich eure Hühnchen. Das habt ihr davon. Das reicht nicht. Wir müssen improvisieren. Hallo. Wir könnten Hilfe brauchen, falls ihr deshalb hier sind. Es muss noch mehr geben. Schickt jemanden auf die Suche. Was denn genau? Alle gehen für die Vorbereitung nach unten ins Dorf. Ich sag dir, du musst fürs Erste improvisieren. Ich möchte helfen. Was kann ich tun? Wir wollen möglichst viele der Türme verstärken. Sie wurden letztes Jahr bei den Überschwemmungen stark beschädigt. Die Reparaturen laufen schon. Aber ich brauche weiteren Nachschub aus dem Tal. Wenn wir die Türme reparieren können, sind wir den Eindringlingen gegenüber im Vorteil und können die oberen Ebenen der zerstörten Türme erreichen. Helfen Sie uns? Ja, klar. Ich versuch's. Danke. Bringen Sie alles zu mir, wenn Sie es gefunden haben. Hirschfelle und... Okay, wir brauchen Hirschfelle. Moment, kriege ich hier nicht Hirschfelle? Nein. Was bist du? Okay. Wir müssen erstmal rüberkommen. Denn dann schwingen wir uns da irgendwo hin. Also müssen wir sowieso ins Tal. Was ist das jetzt? Treffen Sie alle Ziele. Ah, okay, ich verstehe. Und es gibt 8 davon. Sehr schön. Karte aktualisiert. Gefällt mir schon mal. Ja, Früchte, die ich nicht benutzen kann. Und... auf jeden Fall können wir dahin.
Und dahin. Oh, wir können nur ein. Na gut. Lara, tut mir leid, wenn Sophia etwas unfreundlich war. Kein Problem. Ein Glück, dass sie da waren, um für mich zu bürgen. Meine Leute kämpfen seit Jahrzehnten gegen Fremde. Die Gewohnheit legt man nicht leicht ab. Vielleicht können sie ja bei den Vorbereitungen helfen. Ein bisschen harte Arbeit kann schon viel Vertrauen bewirken. Mal sehen, was ich tun kann. Ja, wir sind auf Hirschjagd. Das ist schon ziemlich viel Hilfe. Und da ist noch eine... Komm zurück! Treff ihn nicht. Ha! So, sauberer Schuss. So. Fehlt ja nicht mehr viel, ne? Komm zurück! Brauch dich! Scheiße, wo ist das Viechchen? Bist du hier langgelaufen? Da ist auf jeden Fall eine Höhle und ein Seil. Schneiden Sie alle Kaninchen los. Okay. Na gut, Freunde, aber ich würde sagen, das war's für heute. Morgen machen wir den Rest. Ich muss nämlich gleich übelst husten. Wir sehen uns morgen wieder zu einer neuen Folge. Haut rein, euer Zero und tschüss.